Hallo meine liebe Waage und auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Liebe Waage, ich hoffe, euch geht es allen gut. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern. Wir schauen uns heute deine Energien so ein bisschen an, was durchkommt, was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen. Liebe Waage, denk bitte daran, das ist eine zeitlose Legung wie auch eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Liebe Waage, falls du dich für das Thema Lebensaufgabe, Lernaufgabe und Karma interessierst, folge mir gerne auf Instagram, wenn du magst. Dort spreche ich darüber und mache auch immer wieder kostenlose Impulsanalysen in der Instagram-Story, wie letztens zum Thema Karma in der Liebe und auch jetzt diese Woche zum Thema Lebensaufgabe. Eben, falls dich das interessiert, Link findest du unten. Lass gerne ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Ja, liebe Waage, dann schauen wir doch mal rein in deine Energie. Liebe Waage, liebe Waage, was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen? Was darfst du dir zu Herzen nehmen, liebe Waage? Hier haben wir schon das Stopp. Schauen wir mal, liebe Waage, 6 der Emotion. Liebe Waage, Erinnerungen können dein Herz mit vielfältigen Emotionen erfüllen. Es ist wichtig, dass du dich genau an deine Vergangenheit erinnerst, ohne sie als besser oder schlechter zu sehen, als sie in Wahrheit war. Menschen, die du einst gekannt hast, können unerwartet wieder in dein Leben treten. Kinder könnten ein wichtiges Thema sein. Oder vielleicht musst du dich erneut mit deinem eigenen inneren Kind verbinden. Hui, liebe Waage, das Thema Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob ihr es schon fühlt, so ein bisschen. Bei einigen könnte das Thema Vergangenheit oder Erinnerung aus der Vergangenheit plötzlich wieder hochkommen. Vor allem aktuell sind die Energien und die Verknüpfungen zur Vergangenheitssituation sehr stark da. Und bei vielen Menschen kommen solche Themen hervor, vielleicht auch Situationen, die du vielleicht schon länger vergessen hast oder nicht mehr daran gedacht hast, könnten hervorkommen, damit du dort genauer hinschauen darfst, damit du dort vielleicht auch noch mehr loslassen darfst, so ein bisschen transformieren kannst. Ich sehe auch, dass eventuell eine Vergangenheitssituation oder Vergangenheitsperson nochmals deinen Weg kreuzt. Muss nicht sein, es kann auch eine Art Erinnerung sein, die wichtig für dich ist. Das heißt aber nicht, die Karte möchte nicht, dass du die Erinnerung so betrachtest und in die Wertung gehst. Also nicht dich selbst bewerten oder ich sehe das oft, dass man manchmal Dinge bereut, die man vielleicht getan hat, die man mit sich machen lassen hat, die man vielleicht gesagt hat oder eben auch nicht gesagt hat. Und die Karte möchte einfach nicht, dass du ins Werten gehst, sondern wenn solche Gedanken hochkommen, dass du wirklich auch daraus diese Lernaufgabe verstehst oder das genauer hinschaust und das wie freigeben kannst, dass du dort in die Heilung gehen kannst. Es kann sein, dass dort noch ein Thema ist, eine Art vielleicht auch energetische Verstrickung oder Verletzung, die dich vielleicht noch ein bisschen zurückhält und dich im Leben vielleicht auch unbewusst so ein bisschen einschränkt, vielleicht zu vertrauen oder für dich selbst loszugehen. Also achte dich hier ganz stark in der nächsten Zeit auf das Thema Vergangenheit, Erinnerungen oder Dinge, die vielleicht plötzlich hochkommen. Wo darfst du loslassen? Wo darfst du dir selbst vergeben? Wo darfst du wirklich in die Heilung gehen? Also hier könnten Themen eben hochkommen. Schauen wir mal, was ist dein Hauptthema, liebe Waage? Dein Hauptthema? Ja, siehst du die Vergangenheitsenergie. Und weißt du, warum das hochkommt? Damit du endlich Wurzeln bekommen kannst. Weil die Vergangenheitsenergie hindert dich daran, in deine innere Mitte zu kommen, hindert dich daran, dich vielleicht auch selbst zu nähren, damit du
ja in deinem Leben Früchte ernten kannst. Also hier geht es auch ganz stark um das Thema Selbstfürsorge, nehme ich wahr. Ja, Selbstfürsorge, zu dir schauen und deinen Schatten, den du hast von der Vergangenheit, nicht zu verurteilen. Das heißt nicht, dass du es gutheißt, aber das heißt, dass du dir selbst vergibst, dass du vielleicht einmal in diesem Schatten warst, das umarme deinen Schatten und sende dort Licht. Ich habe das Gefühl, es geht ganz stark um das Thema Heilung und nähren, etwas nähren, dich selbst nähren, dein Fundament nähren, damit du selbstbewusster und mehr auf deine innere Stärke zugreifen kannst. Falls du das Thema Beruf hast, könnte hier eben das Thema Enttäuschungen kommen, dass du vielleicht Erinnerungen hast über Dinge, Enttäuschungen, die du erlebt hast. Und hier als Hauptthema die Herrscherin zeigt an, dass es an der Zeit ist, dein eigenes Fundament zu erschaffen, sei es vielleicht in Form von Selbstständigkeit, in Form von Berufung, aber dass du dich zuerst selbst nähren sollst. Das heißt, nicht aus einer Mangelenergie heraus etwas erschaffen möchtest, sondern aus deiner inneren Zentriertheit. Und wenn du das tust, wenn du energetisch auch arbeitest und wirklich dir auch Zeit lässt, dass Wurzeln entstehen können, kannst du Früchte ernten. Weil die Herrscherin, wenn man sich auf diese Energie einlässt, kann man immer Früchte ernten, immer. Es braucht aber eine Zeit lang. Das geht nicht von heute auf morgen. Also egal, wo du gerade stehst beruflich, es braucht etwas Zeit, aber es braucht auch Nahrung in dem Sinn von Selbstfürsorge, dass du dich dem liebevoll hingibst. In der Liebe könnte es darum gehen, vielleicht auch um das Thema Vaterschaft, Mutterschaft, natürlich nicht bei allen. Könnte ein Thema sein, dass du vielleicht das Gefühl hast, du hast es verpasst, vielleicht Mutter oder Vater zu werden, warum auch immer. Verurteile dich nicht, sei liebevoll zu dir, weil die Herrscherin deutet auch darauf hin, dass hier eine wundervolle Verbindung kommen möchte. Aber denk dran, du ziehst das an, was du aussendest. Und wenn du Selbstfürsorge, Achtsamkeit, das Liebevolle auch für dich bereit hast, sendest du das auch aus und dann kommt das auch zurück. Also wirklich dich selbst nähren und nicht vergessen, nehme ich hier wahr. Und falls du in einer Verbindung bist, ist es ganz wichtig, die braucht noch Zeit. Es ist zu früh, viel zu früh. Der Boden ist nicht da. Es ist wie, als würdest du einen Samen in die Erde setzen, aber du erwartest, dass morgen daraus ein Apfelbaum entstanden ist und Früchte dran. Das geht nicht. Es braucht liebevolle Nahrung, Form von Wasser, Sonne, den richtigen Ort, Pflege. Und ich sehe, dass etwas viel mehr Pflege braucht für das Fundament. Die Herrscherin. Es kann auch sein, dass hier eine Person kommt, wo eben genau das Thema ist. Ja, ein bisschen aufpassen, dass du dich nicht im Kreis drehst. Könnte passieren, die Welt und Federmünzen. Also falls du in der Liebe irgendein spezielles Thema hast, sich immer wiederholt, ist die Chance, dass sich's nochmals wiederholt, ist da. Wenn du die Erdung und das Nähren vergisst. Und das Nähren, das vor allem in Beziehungen, geht von beiden Seiten aus. Es nützt nichts, wenn du alles gibst und dein Gegenüber gibt nichts, dann kann nichts entstehen. Ganz, ganz wichtig. Balance. Ich sehe einfach, hier könnte eventuell etwas sich wiederholen, musst du einfach ein bisschen schauen, achtsamer sein. Darum kann es auch sein, dass Vergangenheitsbilder hochkommen. Genau deswegen, dass du dorthin schaust. Warum hast du, was ist die Ursache, der tiefe Kern, warum hast du so und so gehandelt in der Vergangenheit? Was war der Grund? Und wenn du sagst zum Beispiel das Thema Selbstliebe, dann geh jetzt das Thema Selbstliebe an. Also hier ganz wichtig. Hier könnte eventuell auch etwas bezüglich Ausland noch stattfinden, falls du das Thema Beruf hast und du schon länger überlegst, etwas im Ausland zu machen.
sehe ich hier unbedingt, aber es braucht eine gute Organisation und Zeit. Also es ist nicht ein Projekt, was schnell Früchte tragen wird. Vor allem, wenn es beruflich ist, brauchst du vielleicht wie einen Nebenjob. Einfach, das nehme ich wahr, Nebenjob. Schauen wir mal, was ist dein Stolperstein? Ja. Thema Unabhängigkeit, sich frei fühlen. Vielleicht hast du Angst, die Freiheit zu verlieren. Das könnte der Stolperstein sein. Oder du darfst mehr in deine Unabhängigkeit gehen. Bist du vielleicht abhängig von etwas, abhängig von einem Arbeitgeber? Also wirklich abhängig, dass du fast das Gefühl hast, du brichst zusammen, wenn du schon nur daran denkst, dass dieser dir kündigen könnte. Du hast dich abhängig gemacht. Oder bist abhängig vom Geld. Hast das Gefühl, dir bleibt die Luft weg, wenn du schon daran denkst, dass vielleicht finanziell etwas verzögert ist. Das heißt nicht, dass du dir keine Sorgen machen darfst, aber so ein bisschen dieses Extreme, dass einem gleich das Gefühl von Boden unter den Füßen weggezogen wird und man kann nicht atmen. Oder bist du, wenn du selbst, das ist ja auch die Selbstständigkeitskarte, wenn du selbstständig bist, bist von deinen Kunden ganz stark abhängig, dass du nicht Nein sagen kannst. Obwohl es dir vielleicht nicht viel bringt oder dir eigentlich mehr Aufwand beschert, aber du kannst wie nicht Nein sagen, weil du so Angst hast, Kunden zu verlieren. Oder bist du so abhängig auf ein Produkt, wenn es dieses Produkt nicht mehr geben würde, bleibt dir die Luft weg zum Atmen. Das ist Abhängigkeit, ganz, ganz wichtig. Ich sehe hier eine Art Abhängigkeit, das Gefühl haben, Freiheit zu verlieren, wenn man etwas verliert. Eben, aber eigentlich ist man abhängig davon und das hindert dich daran, vorwärts zu gehen. Also überleg ganz genau, wo hast du das Gefühl, verlierst du etwas? Kann auch sein, das Thema, dass du vielleicht Angst hast, wenn du in eine Beziehung kommst, dass du deine Träume aufgeben musst. Das ist ein Glaubenssatz, das hat nichts mit der Realität zu tun. Wenn du den richtigen Partner hast, dann werden deine Träume eher wachsen. Wenn du den falschen Partner hast, dann ist klar, dann wirst du Mauern, das Gefühl von Mauern erleben. Aber wenn du den richtigen Partner hast, dann hast du das Gefühl, alles ist möglich. Du kannst sogar noch viel mehr erreichen. Hier ist irgendein Glaubenssatz, wo man genauer anschauen darf. Kann aber auch sein, dass das von deinem Gegenüber ist. Ein Glaubenssatz von deinem Gegenüber. Also du kannst auch spiegeln. Schauen wir mal noch in der Mützenwaage. Ja. Mach mal, vielleicht denkst du auch, manchmal möchte ich Single sein, dann am nächsten Tag denkst du wieder, nein, doch Beziehung und dann eine Woche später, ach nein, ich bin doch lieber alleine, kann ich reisen. Also hier wirklich Glaubenssätze. Hier ist eine Lüge in irgendeinem Glaubenssatz drin. Schauen wir mal, was kommt sonst noch? Waage. Waage. Neun der Kelche, ja, hier könnte sich ein Wunsch zeigen. Oder ein Wunsch ist zum Greifen nahe. Wir haben hier Bube der Schwerter, sieben der Münzen, drei der Münzen und Ritter der Kelche. Also ich sehe hier, eventuell könntest du eine Information bekommen oder du beobachtest etwas. Du beobachtest etwas oder vielleicht beobachtest du jemanden, und schaust dieser Person genau auf die Finger oder es ist auch umgekehrt. Beobachten, vielleicht Informationen erlangen und danach das wie auswerten. Also wirklich so ein bisschen überlegen, lohnt es sich? Ja, nein. Möchte ich noch in diese Person Zeit investieren, Energie investieren? Möchte ich beruflich gesehen in dieses Projekt noch Geld investieren und noch Energie investieren? Also hier wirklich so ein bisschen diese Überlegung, kann ich überhaupt Früchte ernten? Ja oder nein? So ein bisschen so. Und ich sehe, dass du Früchte ernten kannst, wenn zwei Dinge beachtet werden. Erstens, denk daran, Spirale. Es darf sich etwas nicht wiederholen.
Das heißt, Dinge etwas anders tun. Zweitens, Thema Abhängigkeit. Also die Spirale und die Abhängigkeit, die hindert dich daran, dass du Früchte ernten kannst. Wenn du die Spirale und das Thema Abhängigkeit oder Glaubenssatz erkennst, dann wirst du Früchte ernten, aber noch nicht sofort. Das muss dir einfach bewusst sein. Ich sehe auch hier eine Begegnung, ein Gespräch. Könnte auch ein berufliches Gespräch sein über dieses Thema, was du erfahren hast oder recherchiert hast. Oder über eine Information. Könnte auch Finanzengespräche sein. Oder über ein Projekt. Und ich sehe, dass du danach ein Angebot bekommst, vielleicht auch eine Offerte oder dass du ein Angebot aussprichst. Hier könnte aber auch wie eine Hand kommen oder ein Zeichen. Ich habe das Gefühl, danach könnte eine Entscheidung kommen, ob du das annehmen möchtest oder nicht. In der Liebe sehe ich hier auch eine Begegnung, könnte eine neue Person sein, falls du das Thema Liebe hast. Gespräche, und hier ist der Bote der Liebe. Also hier reicht dir jemand die Hand oder du möchtest jemand die Hand reichen. Bube der Schwerter. Ja, die Kraft beobachten, erforschen. Vielleicht auch bezüglich Passion, was ist meine Berufung, wie kann ich meine Berufung leben, wirklich so ein bisschen, was für Kosten kommen auf mich zu, was für Möglichkeiten, vielleicht mit Social Media, wie, was, wo. Und beruflich, in der Liebe könnte es sein, dass du eben eine Person ein bisschen beobachtest, könnte ein Feuerzeichen sein, muss aber nicht. Ja, ich sehe auch hier wirklich diese Überlegung, ist das eine Chance für Geld, kann ich überhaupt mit dem Geld verdienen? Wenn ich da Zeit investiere, bekomme ich das, was ich gerne möchte? Oder ist das einfach, ja, dass du einfach Energie verschwendest? Will ich das? Ist das mein Weg? Möchte ich weiterhin diesen Weg gehen oder sollte ich den Weg etwas ändern? Jungfrau-Energie, so ein bisschen Ordnung schaffen, auch in der Liebe. Jemand überlegt sich, ist das eine Chance für Liebe und hat das Hand und Fuß? Kann wirklich etwas Großes daraus entstehen oder ist das einfach, Anführungsschlusszeichen, verschwendete Zeit? Also jemand macht sich hier tiefe Überlegungen. Ich sehe auch, dass eventuell eben Gespräche kommen könnten bezüglich Finanzen oder auch bezüglich vielleicht Unterstützung oder sich einen Rat einholen oder jemand holt bei dir einen Rat ein. Es geht auch um das Thema Harmonie und Stabilität, nehme ich wahr, auch finanziell gesehen. Warum Ritter der Kelche? Warum? Ui, aber Ritter der Kelche, hui. Warum Ritter der Kelche? Oha, ui. Ritter der Kelche ist aber interessant. Ich frage mich, ob das etwas Neues ist oder nicht. Bin nicht ganz sicher. Hier große Chance. Chance für Erfolg. Auch im Bereich Selbstständigkeit. Es scheint wie etwas, es ist schon etwas Neues, aber vielleicht ist es schon länger Thema, beruflich gesehen. Ich glaube nicht, dass das ein neues Thema ist. Ich glaube, das Thema begleitet dich schon länger. Vielleicht eine Idee, eine Möglichkeit oder irgendetwas ist schon länger in deinem Kopf. Aber du hast das noch nicht getan. Also du hast das noch nicht umgesetzt oder so. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, die Chance, es anzugehen. Erst jetzt. Aber es ist schon etwas, was dich länger beschäftigt, aber du noch nicht lebst. Ja, könnte eben auch Thema Selbstständigkeit sein oder vielleicht, wenn du schon selbstständig bist, eine Veränderung in diesem Bereich. Vielleicht mehr in die spirituelle Arbeit oder mehr, ja, mehr in die intuitive Arbeit vielleicht.
Aber leichte Hemmung ist noch da. Vielleicht, weil es eben etwas Neues ist, was du wirklich angehst, obwohl dich das Thema schon länger begleitet. Ich glaube, das Thema begleitet schon je länger. Also ist schon länger da eigentlich. Aber erst jetzt, er bekommt dieses Thema wirklich Raum zum. Aber es ist noch nicht richtig da. Es bekommt erstmal den Raum, habe ich das Gefühl. Bin nicht sicher, ob du das umsetzt. Noch nicht ganz. In der Liebe könnte hier tatsächlich eine neue Person kommen oder eine bestehende, könnte auch eine bestehende Person sein. Vielleicht jemand, wo schon länger Single ist. Und die Person möchte eigentlich den Gefühlen nachgehen, aber hier ist auch eine Art Widerstand noch da. Der Weg ist noch nicht ganz offen, sehe ich. Weil vielleicht diesem Raum geben, das geschieht erst seit kurzem oder wird noch kommen. Aber es ist ganz frisch. Darum ist auch noch dieser Widerstand. Also der Raum kann auch wieder geschlossen werden, habe ich das Gefühl. Eben der Weg ist noch nicht ganz offen. Was ist der Rat, liebe Waage? Königin der Schwerter. Ja, versuch. Königin der Schwerter, Luftenergie ist unabhängig. Versuch, das Ganze mal von einer anderen Perspektive zu betrachten, zu analysieren, aber nicht zu zerdenken und neutral. Ohne Angst, ohne Zweifel, ohne, keine Ahnung, Mangelenergie oder Energie der Gier, sondern versuch das Ganze mal neutral, nüchtern zu betrachten und dann erkenne die Verstrickungen, die dich davon abhalten, den Weg zu gehen und sei da ehrlich. Und versuch nicht aus dem Ego heraus. Danach löse dich von den Verstrickungen. Was liegt im Schatten, Waage? Ja, hier ist ein Wunsch, der sich offenbart, liegt aber noch im Schatten. Das Gefühl ist was Neues, könnte auch mit dem Thema Ausland zu tun haben oder mit etwas Neuem wagen, ein neues Abenteuer wagen, entweder mit einer Person. Auch auf sexueller Ebene sehe ich hier, auf körperlicher Ebene, dass da vielleicht eine größere Anziehung kommen könnte, als man vielleicht erwartet. Und sonst sehe ich hier einfach, dass sich vielleicht auf einer Reise oder wenn du dich getraust, mal den Weg zu ändern, über einen Schatten zu springen, dass sich wie ein neuer Wunsch noch offenbart. Eben hier ist wie etwas Neues, was hinzukommen möchte. Vielleicht eine Weiterbildung oder eine Erweiterung von deinem Wissen oder wenn du selbstständig bist, noch etwas mehr tun oder Neues implementieren. Aber es ist etwas, wo du noch nicht so Erfahrung hast. Könnte auch im Bereich Energieheilung sein, bekomme ich rein, oder etwas mit Energie und Spiritualität. Vielleicht auch als Nebeneinkommen. Aber der Weg öffnet sich langsam, aber es ist noch nicht ganz geöffnet, weil hier sind noch Hindernisse. Ich glaube, es braucht noch ein bisschen Zeit. Gib dem ein bisschen Raum zum Wachsen. Auch wenn es um Gefühle geht, gib dem mal Raum, dass es einfach mal wachsen kann. Weil denk daran, etwas braucht noch ein bisschen Zeit, aber du musst das auch pflegen. Also du kannst nicht in eine Ecke stellen und erwarten, dass da automatisch dein Apfelbaum entsteht mit Früchten. Sondern es braucht wirklich braucht Pflege. Ja, meine liebe Waage, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.